Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute mal den Mercedes MG 1632. Wurde von Equalizer nun geupdatet für die Version 1.3.0. Ja, ob jetzt hier noch irgendwas verändert worden ist, ja, müssen wir uns anschauen. Hat er so im SCS-Forum nichts reingeschrieben. Deshalb gucken wir einfach mal, was haben wir jetzt da und was nicht. So, schauen wir einfach mal. Das ist jetzt. Lass mal einfach mal hier das 6x4, das ist egal. Unseren stärksten Motor haben wir mit 355 Pferde. Den nehmen wir auch einfach. Getriebe sind wir bei 16 Gänge oder 12. Interieur. Original und hübsch, wie immer. Skins, gucken wir mal. Wir haben hier so einen, ja, so einen vorgefertigten Skin. Ein paar Farben. Dann hier in ne, Metallic. Das war's und dann halt generell einfach hier dieses Metallic. Ja, das lassen wir aber auch. Das, da brauche ich eigentlich nichts dazu erzählen. Das macht alles selber. So, hier gibt es ein paar Tröten, die kann man sich hier fett hinbasteln. Dann haben wir hier auf der Rückwand haben wir hier so Leiterzeugs in Chrom oder Wagenfarbe. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Chrom-Fan. So, da könnt ihr jetzt aussuchen, was ihr jetzt hernimmt. Ich finde den immer ganz gut. Nochmal eine Tröte. Achso, das ist der Punkt. Hei, hei, hei. Dann haben wir hier noch so einen Aufbau mit den jeweiligen Firmennamen von SCS. Und hier vorne noch schöne kleine Lämpchen hier oben drauf. Ne? Sieht doch schon mal schön aus hier. Spiegel bleibt original. Da kann man ein Lampenschild reinbauen. Hier kommt das Navi rein, damit man weiß, wo es hingeht. Mittig oder an der Seite. Da haben wir noch ein bisschen Klimbim. Lackiert oder Chrom. Das lassen wir da auch mal so. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Bullenfängern. Da kann man sich auch noch was hinbauen hier. Zack. Und sagt, es reicht auch. So. Stoßstange lackiert. Chrom. Oder Plaste. Wir lassen Plaste. Da der untere Schutzbügel. Ja, da haben wir halt jetzt hier ja, verschiedene Sachen anscheinend. So Arbeitsscheinwerfer dann nicht hier. So Nebelscheinwerfer. Und hier noch so ein paar Positionsleuchten. Ne? Mit Smoke. Ja, kann man machen. Ich mag keinen Smoke, bin ich so der Smoke-Fan hier. Deshalb lasse ich das mal weg. Aber ihr wisst, es gibt Smoke. Zack, da gibt es auch Schlappen dafür und natürlich die passenden Felgen. So. Dann müssen wir mal gucken hier, ob wir da irgendwo die richtigen Dinger finden. Gibt es ja gar keine. Ne, gibt es nicht. Bleibt einfach so, wie es ist. Fertig. Gut, dann. Wo es ein bisschen komisch aussieht hier, ne? Gibt's doch gar nicht. Standard. Soll ich doch. Ach hier, guck mal, hier, zack. Wo die ein bisschen anders aussieht, ey, was denn hier hinterlegt. Wollen wir doch mal gucken hier, das gibt's ja nicht. Standard. Ach, das ist die ganze, wo ist dann Standard? Aha, das war ganz oben. Okay, alles gut. Alles gut. Jetzt brauchen wir noch unsere. Ne, das sind da, hier sind sie. Da jetzt. Jetzt sind wir richtig unterwegs. Aber wie schon gesagt, den Smoke lassen wir jetzt mal weg. Aber ihr wisst, hier raucht es gewaltig raus, wenn man das nutzt. Aber es ist für mich zu unrealistisch einfach. Weil das ist ja hier extrem, ey. Vielleicht wenn du früher in den 90er die Kasseler Berge hochgefahren bist und hattest hinten, weiß ich nicht, 20 Tonnen drauf, dann vielleicht, ja. Dann raucht es vielleicht da so raus. Aber so, nee. Gut, Interieur. Wir haben leider kein Kabinen-DLC. Aber nicht so schlimm. Kommt vielleicht noch, weiß ich nicht. Wir haben dann hier draußen noch eine Antenne, wenn man dieses Funk nimmt, ne? Also hier. Das ist praktisch ohne Antenne und das ist mit Antenne. Genau. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich hier nicht zu erzählen. So, gucken wir uns mal das Dashboard an.
Schöner Sound auf alle Fälle schon mal. Die Uhr stimmt auch. Die, was man hier sehen kann, das ist 4 Minuten vor 6, das stimmt, in-game. Was mir aufgefallen ist beim Bremsen, die Kabine wackelt nicht, also da wackelt eher das ganze Chassis. Also da wackelt das Chassis, aber nicht die Kabine, wie wir es jetzt hier zum Beispiel beim Actros kennen oder so, ne? Das ist mir auch noch so aufgefallen. Ob es jetzt schlimm ist oder nicht, ja, das muss jeder selber entscheiden. Mit Interieurlicht. Am Heck haben wir dann hinten an dieser Leiter haben wir da noch ein paar so Positionsleuchten dran. Schaut alles ganz gut aus. So, jetzt holen wir uns noch einen Trailer und schauen mal, ob der auch schön auf das Sattelblatt passt. Da ist er doch. Container. Dieses Advanced-Kupplung-Zeugs hier und Kabin-DLC ist nicht aktuell nicht kompatibel. Ne? Das ist nochmal so zu erwähnen. Ach, hier nochmal das Interieurlicht, wer es vorher nicht gesehen hat. Ja. Also, Teil sitzt auch gut auf der Sattelplatte, sieht gut aus, passt. So, dann wollen wir mal auf die Bahn, mal gucken, ob wir unsere 80 Stundenkilometer irgendwie packen hier. Haben wir schon. Hohoho. Hier oben übrigens noch eine Uhr, also es wird noch 12, aber hier habe ich schon gesagt, kann man es auch ablesen. Passt auch. Sieht zumindest aus, dass hier alles passen würde. Tankanzeige ist auch voll, das stimmt. Ja, zum Fazit ganz kurz: Wir haben ein paar Sachen zum Anbauen: Chrom, Plastik oder Metallic. Und wir haben viele verschiedene Motoren, das ist auch ganz wichtig. Natürlich auch mit Originalsound hier, das klingt alles sehr, sehr hübsch. Das wertet das alles nochmal ein bisschen auf. Dass jetzt Kabin-DLC und so nicht kompatibel ist, ah, mein Gott, kann ja vielleicht noch kommen. Ist jetzt nicht so schlimm. Und er schafft seine 85 km/h ohne Probleme. Sieht auf alle Fälle schön aus und kann ich nur empfehlen für die Leute, die mal wieder einen älteren LKW fahren wollen. Dann würde ich sagen, lasst ein Däumling da. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch für Equalizer. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Mercedes NG und ja, also gute Fahrt, bis bald und macht's gut. Ciao.